Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe leider das ganze Wochenende mit Erkältung und Fieber im Bett gelegen. Daher gab es auch kein Sonntagsvideo. Aber wir müssen ja noch den Lesemonat Juni nachholen und das machen wir heute. Also falls meine Stimme nachher mal kurz weg ist, bitte verzeiht es mir, ich war erkältet. Es ist, wie ihr hört, immer noch nicht komplett weg. Aber ich möchte, dass ihr nicht noch länger auf den Lesemonat warten müsst. Es ist ja schon fast wieder Mitte des Monats. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich würde sagen, wir starten auch direkt los, denn ich habe in diesem Monat 8 Bücher gelesen. Und die möchte ich euch natürlich alle vorstellen. Und das Ganze soll sich ja nicht jetzt ewig in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Das war nämlich mal wieder ein Kai-Meyer-Buch. Ich bin dem Ganzen immer noch nicht abtrünnig. Ich versuche immer noch, mein liebstes Kai-Meyer-Buch zu finden. Ich komme ja bei ihm nicht immer so direkt in die Geschichte rein und die letzten beiden Bücher, die ich gelesen habe, waren jetzt auch nicht so das Highlight, aber ich gebe nicht auf. Ich werde irgendwann meiner Freundin gerecht und finde ein Kai-Meyer-Buch, das mir richtig gut gefällt. Dieses Mal habe ich mich für den Reihenauftakt Die Seiten der Welt, also Band 1, entschieden. Es geht um Furia Salamandra Fairfax und sie ist eine Bibliomantin und nicht jeder in der Welt gehört zu der Welt der Bibliomanten, aber sie und ihre Familie schon, beziehungsweise ihr Vater war Bibliomant, sie ist Bibliomantin, ihr Bruder ist keiner, also das kommt auch vor. Und eines Tages macht sie mit ihrem Vater eine Reise durch die Bücher. Man kann dann quasi von Buch zu Buch springen, wenn man das gleiche Exemplar hat, wie derjenige, auf dessen Seite man rausspringen möchte. Und dann werden sie angegriffen. Ihr Vater wird schwer verletzt, später dann auch tödlich verletzt. Und eigentlich wollte er ihr dabei helfen, ihr Buch zu finden, also wie heißt das immer, ihr Seelenbuch, genau. Denn jeder Bibliomant hat ein solches Seelenbuch, das im Laufe seines Lebens auf ihn trifft. Und mit diesem Buch hat man dann ganz besondere Fähigkeiten, die andere Bücher zum Beispiel nicht in einem wecken. Ihr Seelenbuch ist eigentlich ganz lustig, es ist ein Schnabelbuch und ich habe zwischendurch auch mal ins Hörbuch gehört und das hatte so eine lustige Stimme. Aber auch wenn ich das Buch ganz witzig fand und Kai-Meyer immer noch ihn immer noch für einen sehr, sehr fantastischen Autor halte, ich werde mit den Büchern einfach nicht warm. Und auch wenn ganz lustige Gestalten darin vorkommen, über die ich mich sehr gefreut habe, habe ich das Ganze trotzdem nicht so gefeiert, wie ich es gerne wollte. Und bin auch noch schwer am Überlegen, ob ich Band 2 überhaupt noch lesen möchte. Dann machen wir weiter mit einer Reihe, beziehungsweise 2 Büchern aus einer Reihe, wo ihr das erste bestimmt schon kennt. Das wäre nämlich Die Schnäppchenjägerin von Sophie Kinsella. Da gab es nämlich auch mal einen Film dazu, ich glaube, der hieß Shopaholic, ich glaube. Auf jeden Fall geht es um Rebecca Bloomwood und Rebecca ist hoffnungslos shoppingsüchtig. Also wenn es ihr schlecht geht, geht sie shoppen. Wenn es ihr gut geht, geht sie shoppen. Wenn sie sich für was belohnen will, geht sie shoppen. Und gibt wirklich ihr ganzes Geld nur für Klamotten und Make-up und wirklich so, ich sag mal, unnötiges Zeug aus, bis sie richtig, richtig verschuldet ist. Ihre Bank schreibt ihr zigmal, sie ruft sie an, sie sollte sich doch mal bitte melden. Ihr Dispo wäre doch etwas ausgereizt und sie ignoriert es natürlich vehement. Dann trifft sie auf Luke Brandon, genau. Und gaukelt dem sogar vor, dass ihre Tante oder ein Familienmitglied krank wäre und dass sie ihr doch gerne etwas kaufen möchte. Er leiht ihr dann Geld und trifft sie dann später zufällig vor dem Laden wieder, als sie mit einer riesigen Tüte rauskommt, in der ein super teurer Schal ist, und fragt sie dann, hast du den Schal für deine Tante gekauft? Ja, genau. Sie ist so eine Fashionista und ich möchte ihr damit eine Freude machen. Natürlich kriegt er dann irgendwann auch spitz, dass sie das Ganze nicht ganz so im Griff hat. Und sie versucht es auch mit Nebenjobs und sie versucht es auch
mit aller möglicher Trickserei, um irgendwie noch ein bisschen an Geld zu kommen, um ihr Dispo zurückbezahlen zu können oder ihrer Bank das Geld zurückbezahlen zu können. In der ganzen Geschichte verliebt sie sich natürlich in Luke Brandon und dann geht es nämlich mit diesem Buch hier weiter. So, jetzt kommen wir mal rüber. Das ist nämlich, ich weiß nicht, ob es der zweite Band ist, aber auf jeden Fall der Fortsetzungsband Mini Shopaholic. Da hat sie dann Luke Brandon geheiratet und sie haben ein kleines Töchterchen, das da heißt Mini. Und Mini ist mir in diesem Buch so dermaßen auf den Keks gegangen, weil es einfach Rebecca Bloomwood in jung ist, also wirklich nur verzogen, kennt keine Begriffe, die ein normales Kind, sag ich mal, verwenden würde, aber Gucci, Prada und Co., das kennt sie natürlich zu Genüge und das ist sie auch nicht leid, das ständig zu erwähnen. Dann hat das Kind, immer wenn es nicht bekommen hat, was es wollte, immer gerufen, meins, 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 und ich dachte so nach dem 5. oder 6. Mal, wenn mein Kind irgendwann mal so wird, dann gebe ich es zurück. Also ganz, ganz furchtbar. Dann versuchen sie auch noch, das Kind besser in den Griff zu kriegen, damit es nicht mehr so verwöhnt ist. Und der Vater schlägt eben vor, dass sie sich so eine professionelle Nanny suchen sollten, die das Kind dann auch erzieht. Aber Minnie schlägt sie alle in die Flucht. Dann ist ihre Freundin irgendwann der Auffassung, dass Rebecca es niemals hinkriegen wird, eine Überraschungsparty für ihren Mann zu schmeißen, weil sie einfach total unorganisiert ist, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, was so alles bei so einer Party vonnöten ist. Und natürlich möchte Rebecca beweisen, dass jeder ihr zu Unrecht misstraut und dass sie das doch natürlich hinkriegt. Also die Bücher waren sehr unterhaltsam, bis auf das nervige Kind. Aber es war halt jetzt einfach nur sowas für zwischendurch, jetzt nichts, was ewig auf meiner Bank noch liegen wird. Also ich werde es wahrscheinlich auch irgendwann wieder online stellen oder verkaufen, zurückschicken, ich weiß noch nicht. Es wird definitiv nicht lange in meinem Bücherregal liegen bleiben. Das vierte Buch, das ich im Juni gelesen habe, habe ich leider nicht hier. Das habe ich mir nämlich ausgeliehen. Ich kann es euch aber hier mal kurz einblenden. Das war nämlich der dritte Teil der Lou-Reihe von Jojo Moyes. Das heißt, mein Herz in zwei Welten. Ich habe hier mein Goodreads-Profil auf, damit ich auch genau weiß, was ich wann gelesen habe. Auf jeden Fall geht die Geschichte von Lou Clark weiter. Im ersten Teil, den kennt ihr ja alle gar, das war ein ganzes halbes Jahr, wo sie den Will gepflegt hat und sich in ihn verliebt hat. Im zweiten Band ging es dann weiter, dass sie versucht hat, ihr Leben wieder so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen und sich in Sanitäter Sam verliebt hat. Und am Ende des Bandes hat sie dann von Nathan ein Angebot bekommen. Nathan war auch der Pfleger von Will, für die sie es nicht mehr wissen. In New York eine Dame zu betreuen und schweren Herzens nimmt sie den Job an, obwohl sie eigentlich am liebsten bei Sam bleiben würde. Aber der Job reizt sie natürlich auch und vor allem die Tatsache, dass es New York ist. Dann kommt Lou in New York an und alles ist ein bisschen anders, als sie sich vorgestellt hat. Die Dame, auf die sie aufpassen muss, die sie betreuen muss, ist eine junge Russin, glaube ich. Und ihr Mann hat sie eben angestellt, um sie so ein bisschen zu betreuen, ihren Tag mit zu erleben, mit ihr shoppen zu gehen, mit ihr zu sämtlichen Terminen zu fahren. Also so ein bisschen wie so eine persönliche Assistentin, so Mädchen für alles. Dort lernt sie dann auf einem Event Josh kennen. Josh ist, glaube ich, auch so im Finanzwesen, so ein New Yorker Broker oder wie das auch immer heißt. Und sie versteht sich sehr gut mit ihm und der Haken an der ganzen Sache oder das, was sie so reizt, ist die Tatsache, dass er Will sehr, sehr ähnlich sieht. Als sie dann mitbekommt, dass Sam eine neue Kollegin hat, fängt sie natürlich direkt an, sie bei Facebook zu stalken und sie lädt dann eben immer Bilder mit Sam hoch und Herzchen hier und Herzchen da und bester Arbeitskollege. Und Lou macht sich da schon so ihre Gedanken und fliegt dann auch irgendwann zurück in die Heimat und sieht dann, wie Sam für seine neue Kollegin kocht. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, die beiden trennen sich. Und wenn das Ganze nicht schon schlimm genug wäre, kriegt Lou auch noch die Kündigung von der Familie, weil behauptet wird, sie hätte geklaut. Dabei hat sie einfach für ihre Arbeitgeberin Geld beiseite geschafft,
die das Geld an ihre leibliche Tochter, von der ihr Mann nichts weiß, schicken möchte. Und Lou wollte sie natürlich nicht in die Pfanne hauen und hat dann eben die Kündigung akzeptiert. Kommt dann derweil bei Josh unter, er bietet ihr an, bei ihr zu bleiben. Aber das Ganze funktioniert nicht ganz so richtig und Lou muss dann eben schauen, wie es für sie weitergeht. Ich möchte euch das Ende natürlich nicht verraten, aber ich habe die Reihe geliebt. Ich hoffe ja immer noch, dass ein vierter Band rauskommt. Ich kann von Lou Clark einfach nicht genug haben. Sie ist einfach so eine süße Person und ich stelle sie mir eben wegen dem Film auch immer als Emilia Clarke vor und die mag ich ja auch. Jetzt abseits von Game of Thrones ist sie einfach eine super lustige Person und ich liebe sie einfach. Also ich lege euch die Reihe auch ans Herz. Klar, der erste Band war hart. Er hat nicht geweint, als Will gestorben ist. Also ich werde auch jedes Mal wieder von vorne losweinen, auch wenn ich weiß, wie das Ganze ausgeht. Aber nichtsdestotrotz, lest die Bücher, sie sind einfach nur Weltklasse. Dann habe ich ein Buch gelesen, das definitiv auf die Liste meiner besten Bücher 2018 kommen wird. Und zwar Wildblumensommer von Catherine Taylor. Ich habe das Ganze eigentlich per Zufall entdeckt. Also ich habe es auch gebraucht, gekauft, ich glaube bei eBay Kleinanzeigen. Aber mir hat das Cover so gut gefallen, weil ich einfach auch so ein Aquarell-Fan bin und die Schrift ist so schön und Blümchen und ach, rosa und weiß, obwohl ich ja eigentlich nicht so der rosa-rote Brille-Welt-Typ bin. Und dann habe ich mir noch den Klappentext durchgelesen. Das war auch eine Geschichte, die mich interessiert hat und dann durfte das Ganze bei mir einziehen. Auf jeden Fall begleiten wir hier unsere Hauptprotagonistin Zoe und die hat vor vielen Jahren etwas Schreckliches erlebt in einem kleinen Dörfchen in Cornwall. Entschuldigung. Nach dieser schrecklichen Nacht ist sie auch mit ihrer Familie weggezogen und hat ihre erste große Liebe Jack in dem Ort zurückgelassen. Sie dachte auch eigentlich, er geht nach Kanada, so wie es sein Plan war. Deshalb fand sie das Ganze dann nicht ganz so schlimm. Er hat sich auch nie wieder bei ihr gemeldet und jeder hat so quasi sein Leben weitergelebt. Dann springen wir in die Gegenwart. Zoe hat ein Aneurysma im Kopf und muss sich einer schweren Operation unterziehen. Sie verrät ihrem Vater und Arbeitgeber und ihrem Ehemann oder beziehungsweise ihrem Verlobten nichts davon und möchte das Ganze erstmal mit sich ausmachen, ob sie diese OP machen möchte oder nicht. Und kommt dann irgendwie spontan auf die Idee, wieder nach Cornwall zu fahren, weil die ganze Geschichte von früher sie einfach nicht loslässt. Als sie dann ein Hotelzimmer buchen möchte, in der Pension, wo sie früher immer waren, trifft sie dann auf die Schwester von Jack, die natürlich mit ihrem Namen noch was anfangen kann. Und die beiden beschließen, dass sie nach Cornwall reist. Und dass sie dann einfach ein paar Tage dort in der Pension verbringen kann. Sie geht dann zurück auf die Klippen, auf denen damals diese schrecklichen Ereignisse passiert sind und trifft auf einen kleinen Jungen, mit dem sie sich auch recht gut versteht, bis sie dann rauskriegt, dass das der Sohn von Jack ist. Jack taucht dann auch auf und die beiden sehen sich und direkt sprühen wieder die Funken und sind die alten Gefühle wieder da. Sie verbringen dann auch eine tolle Zeit in Cornwall und versuchen gemeinsam rauszufinden, was damals in dieser Nacht so Schreckliches passiert ist. Ich möchte euch jetzt nicht sagen, was damals passiert ist, aber sie versuchen es gemeinsam aufzuklären. Ob es ihnen gelingt, kann ich euch natürlich nicht verraten. Ich kann euch nur so viel sagen, dass die Funken zwischen den beiden wieder sprühen und Zoe sich entscheiden muss, wie ihr Leben weitergeht. Ich habe das Buch, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen verschlungen. Ich habe es geliebt. Es ist ein super toller Schreibstil. Vom Cover muss ich euch ja nichts mehr sagen. Ihr habt ja selbst Augen im Kopf. Und ich kann es euch definitiv ans Herz legen. Das ist neben Colleen Hoovers Hope Forever, glaube ich, das beste Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe. Ja, definitiv. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, das habe ich euch auch schon im Monatsrückblick erzählt. Dann habe ich als nächstes einen Comic gelesen, den habe ich euch auch schon beim Rebuy Unpacking gezeigt. Ja, dann komm hoch. Lana steht die ganze Zeit hier und wedelt, dass sie auf die Couch darf. Auf jeden Fall war es natürlich mein Captain America Comic. Ich habe ihn ausgeliehen.
an eine Freundin, die genauso Marvel begeistert ist wie ich. Ich kann euch jetzt auch nicht allzu viel davon erzählen. Wer nicht im Marvel-Universe drin ist, der versteht wahrscheinlich eh nur Bahnhof. Ich habe mir an manchen Passagen auch gedacht, oh, okay, das wusste ich auch noch nicht. Es geht auf jeden Fall um Captain America, um Sharon, um Hydra bzw. um Red Skull und Dr. Zemo. Es gibt nicht viel dazu zu sagen. Es ist halt einfach ein Marvel-Kampf, gut gegen böse. Und ich war jetzt nicht so begeistert davon. Normalerweise bin ich ja immer der Captain America-Fanatiker. Aber ich war irgendwie ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Sache, weil Captain America da so als böser dargestellt wird. Und das mochte ich irgendwie nicht ganz so sehr. Als nächstes habe ich dann ein Buch gelesen, das ihr vom Hörensagen bestimmt auch schon kennt. Beziehungsweise ist nämlich gerade der Film dazu rausgekommen. Ich spreche von Nur drei Worte von Becky Abatelli. Und da gibt es ja jetzt aktuell den passenden Film Love, Simon. Wir begleiten hier nämlich Simon, der ist ein junger Mann auf einer Schule und die Leute sind, was Liebe unter Männern angeht, natürlich noch total abgeschreckt und finden das ganz seltsam. Und gerade wenn dann auf der Schule das Gerücht rumgeht, hier ist jemand, der schwul ist, dann ist das natürlich auch so, ah, oh Gott, das ist ja eklig und hahaha. Auf jeden Fall schreibt er schon seit einer langen Zeit mit einem gewissen Blue und tauscht mit ihm wirklich alle Gedanken, die in ihm vorgehen, aus. Und er fühlt sich ihm so nah und so verbunden. Und er weiß eigentlich nur, dass Blue auch auf seine Schule geht. Und dann versuchen sie über E-Mail so ein bisschen was über den anderen rauszufinden, aber möchten beide nicht verraten, wer sie sind, weil das Thema eben so heikel ist. Also ich persönlich finde es jetzt nicht heikel, aber wenn ich jetzt vielleicht zurückdenke vor 12, 13 Jahren, da hätte ich vielleicht auch noch so hihihi da gestanden. Aber mittlerweile denke ich mir, Liebe unter Männern ist genau das gleiche wie Liebe unter Frauen, wie Liebe unter Mann und Frau. Also ich sehe da jetzt nicht das große Problem. Ich habe das Buch wirklich sehr, sehr gerne gelesen, weil es mich einfach interessiert hat, wie die Leute mit dem Thema umgehen. Und später kommt dann natürlich auch raus, dass Simon mit Blue schreibt. Irgendjemand hat das Ganze spitz bekommen und dann wissen die beiden natürlich auch, wer der jeweils andere ist. Ich habe das Buch auf jeden Fall gemocht. Ich habe auch gesehen, dass die Darstellerin von Hannah von Tote Mädchen Lügen nicht auch im Film mitspielt. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich möchte es natürlich jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, auf jeden Fall noch nachholen. Das nächste Buch, das ich im Juni gelesen habe, kann ich euch auch wieder nicht in die Kamera zeigen, weil ich mir das ausgeliehen habe und nach dem Lesen auch direkt wieder zurückgegeben habe. Aber das war Wovon du träumst von Kira Gambry. Ich habe mich für die Thematik schon ziemlich interessiert, als meine Freundin davon erzählt hat, um was es ungefähr geht. Sie hat mir natürlich auch nicht verraten, ob es ihr gefallen hat oder nicht. Sie hat nur einfach gesagt, lies es einfach mal und dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall geht es um die gehörlose Emilia. Sie ist 18 Jahre alt und ist eigentlich von Geburt an taub. Sie hat natürlich auch zwei Hörgeräte, mit denen sie so ein bisschen so, sag mal, Lautstärke hören kann, aber sie kann einfach kein Wort verstehen. Es ist einfach nur so, dass sie vielleicht mal hört, dass irgendwo ein lauter Lastwagen vorbeifährt, aber mehr eben auch nicht. Meine Stimme ist jetzt fast weg, deshalb beeilen wir uns jetzt, bevor sie wirklich komplett weg ist. Sie ist auf einer Schule, lebt dort auch sozusagen im Verbindungshaus und möchte aber eigentlich am allerliebsten endlich Musik hören können. Sie mag nämlich Musik sehr, sehr gerne. Sie möchte wissen, wie sich der Regen anhört. Und deshalb überlegt sie, ob sie vielleicht so eine Kochsalzimplantat-Operation macht, damit sie einfach hören kann, damit sie Musik spüren kann, fühlen kann. Und genau wie sie mit dem Herzen auch sonst bei der Musik ist, es richtig ausleben kann. Dann trifft sie auf Nick. Nick ist bei ihr auf der Schule oder bei ihr auf dem College und studiert dort auch.
Und Nick ist, was Emilia nicht weiß, früher ein richtig bekannter Kinderstar gewesen. Er spielt Geige, seine Mutter ist weltberühmt und zusammen mit ihr hat er auch schon Alben aufgenommen. Aber er ist so ein bisschen der Bad Boy. Er hat viel Blödsinn gemacht, was natürlich dann auch durch die Presse ging. Und er hat eigentlich so ein bisschen die Liebe zur Musik verloren. Die beiden lernen sich kennen, eigentlich bei einer Strafarbeit, weil sie beide dazu verdonnert werden, den Raum, in dem heimlich eine Party gefeiert worden ist, aufzuräumen. Und er redet die ganze Zeit mit ihr und stellt ihr Fragen und sie antwortet einfach nicht. Und das macht ihn so wütend, dass er ihr einen Becher Wasser überkippt. Natürlich hat er nicht gewusst, dass sie taub ist, aber natürlich geht dabei auch ihr Hörgerät kaputt. Und bevor es jetzt heißt, der Bad Boy, der böse, böse Nick, hat das Hörgerät einer Tauben kaputt gemacht und sowas auch wieder durch die Presse geht, freundet er sich mit ihr an. Eigentlich erst unter dem Vorwand, damit keine schlechte Presse rumgeht, aber dann stellt er fest, dass er sie eigentlich richtig mag. Und als er dann noch mitkriegt, dass sie taub ist, aber sehr gut Lippen lesen kann, ist er richtig beeindruckt von ihr und die beiden verbringen immer, immer mehr Zeit miteinander. Ich fand das Buch eigentlich recht niedlich, recht schön. Es ist halt auch so ein Jugendbuch, jetzt nicht besonders tiefgründig, aber die Geschichte hat mich irgendwo bewegt, weil es mich einfach dazu animiert hat, mir mal darüber Gedanken zu machen, wie wertvoll das Geschenk des Hörens eigentlich ist und wie es für mich wäre, wenn ich einfach nichts mehr hören würde. Einfach nicht Musik, das Bellen meines Hundes, das Lachen von Kindern, einfach so Kleinigkeiten. Also ich glaube, ich wäre damit anfangs echt richtig, richtig überfordert, weil ich mich schon so recht oft auf mein Gehör verlasse. Bevor ich irgendwie gucken gehe, was da so für ein Geräusch macht, sitze ich wirklich immer da und versuche rauszufinden, woher das Geräusch kommt und ob ich es identifizieren kann. Ist vielleicht so ein kleiner Tick von mir, vielleicht auch einfach, weil ich eine faule Socke bin. Ich weiß es nicht. Aber ich kann euch das Buch empfehlen. Es ist wirklich eine süße Geschichte für zwischendurch. Aber mehr halt jetzt auch nicht. Und als letztes habe ich im Juni dieses Buch hier gelesen. Das habe ich euch ja schon in meiner Rezension gezeigt. Die habe ich ja schon hochgeladen. Also brauche ich wahrscheinlich nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich habe das Ganze damals beim Instagram-Gewinnspiel vom Lux Verlag gewonnen. Habe mich auch sehr gefreut, weil es einfach schon lange auf meiner Wunschliste war. Und weil jetzt ja auch noch Band 2 rauskommt und eine Abonnentin hat mir geschrieben, es gibt da auch noch ein, so ein Zwischenband, der wäre jetzt schon draußen, da habe ich immer noch nicht geguckt, wie der heißt, beziehungsweise ob ich mir den vielleicht die Tage noch kaufe, bevor dieses Twisted Love rauskommt. Wir begleiten auf jeden Fall hier teilweise unseren Protagonisten Berwin Spencer. Und dann begleiten wir noch, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, Emily, genau, oder Emilia LePlan. Das Ganze switcht nämlich zwischen beiden Ansichten hin und her und das Ganze switcht auch zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her, um einfach die Geschichte der beiden ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist auf jeden Fall der Reihenauftakt der Sinners of Saint-Reihe. Wenn ihr mehr über das Buch erfahren möchtet, dann verlinke ich euch hier oben gerne mal meine Rezension. Da gibt es dann Sachen zum Inhalt, um was es überhaupt geht. Dann gibt es auch noch meine Meinung, meine wertgeschätzte Meinung. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit meinem Lesemonat. Ich habe es jetzt echt versucht, so knapp wie möglich zu halten. Ich werde mich nämlich jetzt gleich wieder zurück in mein Bett legen, werde mir noch einen Tee machen bei 32 Grad draußen. Aber ich möchte gerne meine Stimme zurückhaben und ich möchte gerne meine Nebenhöhlen frei haben. Also wird nicht mehr groß gemacht. Es wird einfach entspannt, relaxed, noch was gegessen und dann war es das für heute. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, dann hoffentlich in einem fitteren Zustand. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Bergfest und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.